Hey, Docs, am Start mit einer neuen Folge und es geht heute um die Weiterentwicklung des Razer Ridge Controllers, denn es wird jetzt die Ultimate Edition und die Tournament Edition geben. Und ich habe aber das Gefühl, dass es für den einen oder anderen sehr, sehr enttäuschend sein wird. Was genau ich kritisiere, das erfahrt ihr jetzt. Der ein oder andere kennt sicherlich den Razer Ridge Controller, denn der gehört zu den besten Controllern, die es so für die PlayStation letztendlich gibt. Auf der anderen Seite, der Xbox-Seite, gibt es den Razer Wolverine Ultimate und die Tournament Edition. Und das sind Controller, die ja recht gut für die Xbox umgesetzt wurden und gute Alternativen zum Elite-Controller sind. Ich habe euch schon mal beide gezeigt, aber auch den ein oder anderen kritisiert, aber auch euch meine Empfehlung mit an die Hand gegeben. Die zwei neuen Controller sind eigentlich Kopien der Ultimate Edition und der Tournament Edition aus der Xbox-Welt, wirklich. Und bieten aber ein paar Möglichkeiten. Der Ultimate Controller ist der teure und kostet fast 200 Euro und die Tournament Edition 150. Wo unterscheiden sich diese? Bei der Ultimate Edition gibt es einmal noch eine Tasche mit dazu. Zusätzlich kann man bis zu 4 Profile drauf speichern und online 500 Profile und Einstellungen auch nochmal herunterladen und auf den Controller konfigurieren. Die günstigere Version, die Tournament Edition, auf diese lässt sich nur ein Profil speichern, aber es gibt bis zu 500 Möglichkeiten, auf Profile irgendwie zuzugreifen und diese draufzuladen. Drei riesengroße Besonderheiten, die Controller endlich kabellos über Bluetooth. Direkt, entweder über den PC oder über die Konsole oder aber auch mit Kabel. Beide Versionen. Zusätzlich hat Razer eine App rausgehauen, egal ob Android oder iOS. Also auf dem Smartphone können die Controller nun konfiguriert werden. Die Profile und, was auch neu ist, sogar die Sensibilität der Thumbsticks. Wirklich, ihr könnt es wie beim Naked Revolution Pro Controller jetzt auch die Thumbsticks, die Sensibilität einstellen. Wenn wir schon bei diesen sind, die Ultimate Edition ist standardmäßig wie beim Razer Ridge Controller, ganz normal PlayStation-Style. Unten sind diese zwei Thumbsticks. Auf der anderen Seite die Tournament Edition, die günstige, spricht auch endlich die an, die aus der Xbox-Welt kommen oder einfach die versetzten Thumbsticks lieben. Egal, ob das die Art des Snake-Hands ist oder natürlich das Vantage des neuen SCUF-Controller. Also ein sehr, sehr Mitbewerber, ein sehr hoher Mitbewerber. Für günstiger, ne, als wenn man jetzt sich den SCUF kauft. Dennoch, riesengroßer Kritikpunkt. Mann, warum? Razer, warum? Wieso baut ihr auch noch bei beiden Versionen hinten solche Pedals? Der Razer Raichu hatte geile Pedals. Der Ultimate aus der Xbox-Welt hat einigermaßen geile Pedals. Und dann haut ihr wirklich für beide Versionen die Pedals der Tournament Edition drauf? Meiner Meinung nach die ergonomisch beschissenste Möglichkeit, die man so haben kann. Die sind wirklich, was den Druckpunkt und die Fläche und so weiter angeht, wirklich nicht gerade die beste Lösung. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber meiner Meinung nach ist das der größte Kritikpunkt und könnte den ein oder anderen Gamer von diesem Controller abschrecken. Kauft's, probiert's. Wir werden noch ein Unboxing machen, wir werden schauen, weil ein paar Punkte verstehe ich noch nicht ganz und ich hoffe für euch, ihr habt wirklich auch vom Razer Raichu die Knöpfe übernommen. Ihr habt da jetzt zwei mechanische Knöpfe, so ähnlich wie es mit Mausklicken ist, aber die schauen auf den Bildern groß aus, rund aus. Nicht so geil, wie der Razer Raichu diese hat. Bitte lasst diese noch drinnen. Ich hoffe, ihr habt das gemacht. Was gibt es noch bei der Ultimate Edition? Ihr habt zum Beispiel austauschbare Thumbsticks, aber auch das Steuerkreuz lässt sich austauschen und ihr habt unten ein Control Panel. Dieses Control Panel, ihr könnt Tasten sperren, die Beleuchtung einstellen und genau, die Ultimate Edition hat dann auch noch die Beleuchtung, die reagiert auf Tastendrücke. Ja? Also ich hoffe, das bringt dir im Spiel einen Vorteil und leuchtet nicht nur, wenn du drückst, müsste man in der Praxis ausprobieren. Das alles hat die Tournament Edition nicht. Keine austauschbaren Tasten, aber auch keine Chroma-Beleuchtung. Was es aber diesmal zusätzlich ganz normal gibt, wie wir es aus der Razer Ridge Welt kennen, ihr habt auch hier die mechanische Trigger-Stop-Funktion. Bedeutet hinten die Trigger, zum Beispiel bei COD, wenn ihr schießt, habt ihr nicht den kompletten Weg nach unten, sondern halt nur den halben Weg. Und das ist mechanisch geregelt. Zack, funktioniert auf jeden Fall. Schreibt mir eure Meinung.
Wie findet ihr das Ganze? Wie findet ihr die neue Art der Razer Raichu Controller? Wie findet ihr die Pedals, die ich persönlich so kritisiere? Wie findet ihr natürlich endlich die Kabellosigkeit? Und dass natürlich es eine Möglichkeit gibt, einen Controller zu kaufen mit versetzten Thumbsticks. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc. We'll be right back.